So, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Podcast von Sven Heinereich, Folge 887. Und ich werde die Fenster jetzt erstmal wieder schließen, denn es ist saukalt draußen. Und das wollen wir nicht. Habe jetzt ein bisschen gelüftet. Ja, ich war gestern in Woltersdorf und möchte euch so ein bisschen erzählen, wie es war. Es war sehr, sehr lehrreich für mich. Und vor allen Dingen auch mal mitzukriegen, wie es in einer anderen Zweigstelle zugeht. Also ich war ja schon in Neudorf am Sande, ich war ja schon auch im Fürstenwalde und ich war auch und jetzt war ich halt auch in Woltersdorf. Und war eine sehr nette Führung und da habe ich halt auch Sachen erfahren, die mich echt umgehauen haben. Zum einen habe ich erfahren, dass es noch zwei weitere blinde MitarbeiterInnen, ich gender jetzt mal ein bisschen, ja, bei Format gibt. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich habe dann nur so gedacht, mein Gott, mussten 7 Jahre vergehen, um das zu erfahren. zum einen gibt es einen Mitarbeiter in Woltersdorf, den ich kennengelernt habe. Also wir haben kurz miteinander gesprochen, uns kurz ausgetauscht. Also jetzt keine Nummern oder so, sondern dazu hat die Zeit nicht gereicht, aber ein bisschen ins Gespräch gekommen. Er hat mir so ein bisschen gezeigt, was er macht und war auch ganz nett. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich einen Gleichgesinnten sehe, wobei ich jetzt nicht so ein Typ bin, der sagt, wir Blinde müssen zusammen, müssen uns zusammentun und nein, das meine ich gar nicht, sondern ja, einfach, es ist schön, jemanden zu haben, der erstens in der gleichen Firma arbeitet, ne? Es muss ja nicht die gleiche Zweigstelle sein. Zweitens, die Leute machen ja andere Arbeiten als ich. Das heißt, man redet dann auch nicht über dieselbe Arbeit, sondern jeder kann erzählen, was er so macht. Ich habe dann natürlich so gleich so mir vorgestellt, man könnte ja eine schöne Dreiergruppe gründen, so WhatsApp-mäßig. Aber da der Mitarbeiter kein WhatsApp benutzt, dann nicht so oft benutzt und er auf Android, mein Gott, was ist denn los? Habe ich dann natürlich gesagt, okay, das geht dann natürlich nicht. Aber es wurde halt auch erzählt, eine Gruppenleiterin von Woltersdorf, die hat mir gleich erzählt, dass sie auch eine blinde Tochter hat und die arbeitet in Fürstenwalde, diese Tochter. So. Und dann habe ich aber leider vergessen, nach den Namen zu fragen, wie es halt oft so ist in so Situationen. Und mal gucken. Da habe ich mir dann so überlegt, vielleicht kriege ich das ja noch raus. Wie sie heißt, auf jeden Fall, finde ich schön, dass es da noch Leute gibt und vielleicht kann man sich ja auch untereinander ein bisschen austauschen und das hoffe ich natürlich. Vielleicht versteht man sich ja auch sehr gut und das hoffe ich natürlich. Ja. Dann hat mir die Gruppenleiterin auch erzählt, dass sie wohl zum Louis Braille Festival nach Stuttgart fährt mit ihr. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Sowas habe ich natürlich auch noch nie erlebt und habe ich auch gleich gesagt, das ist ja cool. Und so klein ist die Welt. Ne? Und natürlich ist es ja so, die Blindenwelt ist ja klein. Jetzt fragt man sich natürlich, hat man mit der vielleicht schon mal gesprochen oder ist man sich schon irgendwo begegnet? Ne? Also meistens ist es ja so, also gut, den Mitarbeiter kannte ich jetzt nicht. Auch nicht von Hörensagen. Aber gut, soll es ja auch geben, ne? Blinde, die man nicht kennt. Aber meistens läuft man sich ja in irgendwelche Netzwerken oder weiß ich nicht, über den Weg oder ja, in diversen Telefonchats, man weiß es ja nicht. Ne? Die Leute geben sich ja oft ein Pseudonym und dann kann es ja der und der sein. Ne? Also irgendwie ist das auch, diese ganze Auktion natürlich auch spannend. Ja? Ich finde es ja immer spannend, wenn so ein leichtes Mysterium ist oder wenn man so Begegnungen hat, die dann plötzlich sich als ich bin's doch oder sowas ergibt. Ne? Das ist natürlich immer sehr schön, ne? Weil so eine Begegnung hatte ich ja selten. Ich glaube, ein oder zweimal ist mir das passiert, dass ich mit jemandem gequatscht habe und derjenige, und dann irgendwann kam raus, das ist der und der. Aber es passiert natürlich sehr selten im Leben. Und sowas ist natürlich immer schön. Und Fürstenwalde, Woltersdorf, das ist natürlich jetzt auch nicht aus der Welt. Ne? Es ist ja alles irgendwie Brandenburg. Und
Ja, na mal gucken. Vielleicht ergibt sich da irgendwas, ja, freundschaftlich oder mehr oder arbeitstechnisch, ne? Also oder vielleicht hat man ja das ein oder andere Hobby zusammen, ne? Also das bin ich echt gespannt, was sich daraus ergibt. Es ist auf jeden Fall wieder mal eine Möglichkeit, sich auszutauschen, vor allen Dingen auch im selben Gebiet, ne? Also auch, ne? Weil oft ist es ja so, man kann sich ja untereinander besser austauschen, ne? Zum Beispiel, man kann ja auch sich gegenseitig mal Ideen zufließen lassen, ne? Ja, mach doch mal das, sag doch mal das bei dir auf Arbeit, sprech das doch mal an oder sowas, ne? Und das sind alles so Sachen. Also, ja, das hat mich sehr positiv überrascht. Und ja, bin ich echt gespannt, ob ich den Namen noch rauskriege von ihr. Und ja, wo wir uns zum ersten Mal begegnen oder hören. Oder vielleicht haben wir uns ja schon gehört und wissen das beide nicht. Ja, also, wie gesagt, den Arbeitskollegen kannte ich jetzt nicht und er mich auch nicht. Aber will nichts heißen. Ne? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ja, gucke jetzt einfach mal, wie sich die ganze Sache so entwickelt und wann man sich kennenlernt, ob man sich kennenlernt, wie man sich kennenlernt. Und auf jeden Fall weiß ich, dass noch zwei andere, die das gleiche Schicksal haben, ne, die also auch immer gucken müssen, Scheiße, wann kriegen wir Arbeit? Das ist dieselbe, es ist dieselbe, es ist dieselbe Firma, ne? Und spätestens am Spätsommerfest im August, vielleicht trifft man ja den einen oder anderen da, das wäre natürlich super. Ja, also schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich hoffe natürlich, dass zumindest, dass man sie austauschen kann. Ich meine, letztendlich, was sich aus dem Ganzen ergibt, weiß man ja nicht, aber ich bin ja für alles offen, wie ihr wisst. Und ja, ich meine, wann hat man schon mal eine Situation, wo, sagen wir mal, eine Gruppenleiterin, also wo das alles firmenintern so ein bisschen ist. Ne? Meistens ist es ja so, dass man, wenn man eine Freundin kennenlernt oder überhaupt jemand anders oder so, dass dann man sich erstmal von den Eltern so ein bisschen, ne, und dann, oh, wie sind die denn? Und die Eltern sagen sich vielleicht, oh, was ist denn das für einer? Und ja, da ist natürlich eine ganz andere Ebene dann, ne, weil das ist natürlich, man kann da gleich miteinander ganz anders reden. Und ja, also es wäre natürlich schön, wenn man sich ein bisschen austauschen könnte und vielleicht hat man ja auch das ein oder andere Hobby gemeinsam. Also ich glaube, von dem Mitarbeiter könnte ich viel über Android lernen, weil ich ja nun das letzte Android-Handy, was ich damals ausprobiert habe, war ja das Samsung Galaxy S7, also schon eine Weile her, war 2016. Und ja, das ist natürlich auch interessant. Gucken, vielleicht kriege ich da auch noch ein bisschen was raus und vielleicht bin ich auch irgendwann mal selber so, dass ich mal vielleicht das ein oder andere Android-Handy ausprobiere, weil die ja nun auch günstiger sind. Es gibt ja auch günstigere und da ja, muss ich sagen, ja, auch schön. Es ist einfach schön zu wissen, da ist noch jemand und das gibt einem natürlich gleich wieder ein anderes Gefühl. Ja, also gestern war ich ja noch, oder ja, gestern in der Folge war ich ja noch ziemlich niedergeschlagen und ja, als ich denn diese Nachricht hörte, dann merke ich, da sind noch zwei andere und ja, und da habe ich dann gleich so, das hat mich so aufgebaut wieder, das hat mich wirklich, ja, dann auch noch eine Frau, also, ne, also ich finde es ja immer schön, wenn vom, ne, wenn es gemischt ist und wenn man halt wirklich, ja, also ich bin echt gespannt, wann ich ihr begegne, ob ich ihr begegne oder ob ich ihr schon begegnet bin, irgendwo im Netzwerk. Ja. Mein Podcast wird sie ja wahrscheinlich nicht hören und er ja auch nicht, denke ich mal, aber mal gucken. Auf jeden Fall ist das natürlich eine ganz spannende Sache und ja, mal gucken, wie dann das erste Gespräch so wird. Also, ob man sich per WhatsApp austauscht, wäre natürlich cool, wenn, ne, wenn man so mit Sprachnachrichten und alles und wenn derjenige so, wenn sie auch sehr gesprächig ist und weiß man ja alles nicht, ne? Weil, aber gut, auf jeden Fall ist das wieder mal ein Schritt nach vorne. Es ist eine kleine Hoffnung,
Und es ist für mich einfach, ich fühle mich nicht mehr alleine. Ja, also ich fühle mich einfach, ich weiß, da sind noch zwei andere, die das durchmachen. Da sind noch zwei andere, die genau in meiner Situation sind. Auch noch in der gleichen Firma, ne? Und auch noch in Brandenburg. Und das finde ich echt, also im Bundesland Brandenburg meine ich natürlich. Und das ist natürlich schön. Ja, also das ist wunderbar. Ich gebe den Katzen jetzt nebenbei auch mal was zu essen nochmal. Die brauchen mal wieder was. Ja, wirklich, ich bin sehr, sehr, sehr froh gestimmt. Und es hat mich wirklich, hat mir wirklich sehr viel Mut gemacht wieder. Und egal, was jetzt daraus sich entwickeln wird, inwiefern ich mit diesen beiden noch Kontakt haben werde. Aber wie gesagt, ich bin ja für alles offen und aber die Gruppenleiterin, die scheint ja auch sehr offen zu sein für alles. Und sie meinte ja auch, ja, vielleicht könnt ihr ja auch Kontakt knöpfen und so. Und ja, dummerweise habe ich. Aber hätte natürlich den Namen gleich erfragen müssen, aber ich wollte dann auch nicht so forsch sein, ne? Also ich habe dann auch so gedacht, naja gut, wenn ich jetzt einfach so sage, ja, wie heißt sie denn oder sowas, ne? Also ich bin ja da auch ein bisschen taktvoll, ich bin ja nicht ein Mensch, der dann plötzlich, ne? Also man weiß es ja immer nie, deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig auch, ne? Gibt ja auch Leute, die wollen das gar nicht, ne? Oder sagen vielleicht, nee, lass mal, ja, und deswegen. Aber gut, den Namen werde ich ja vielleicht mal rauskriegen. Vielleicht kann man den ja auch irgendwie rauskriegen. Also nicht, weil ich jetzt damit irgendwie was anstellen will, sondern einfach, damit ich den Namen weiß und weiß, über wem ich oder um wem es da halt geht. Ja? Also. Damit man natürlich auch weiß, von wem man redet. Nicht? Da würde man dann immer, also jetzt gleich im Podcast, werde ich natürlich keine Namen sagen. Außer derjenige ist jetzt irgendwie damit einverstanden oder wir sind oder der hat dasselbe Hobby und Podcast ist vielleicht, ne, dann ist es wieder was anderes. Ja, dann sage ich natürlich den Namen, aber jemand, der natürlich gar nichts damit zu tun hat oder den ich jetzt kaum kenne, da kann ich natürlich nicht sagen, ja, der und der. Das wäre natürlich auch nicht gut. Ne? Ich meine, gut, es sind nur Vornamen. Ja, letztendlich, ich meine, gibt ja so Leute, die sind aber schon so empfindlich, da brauchst du bloß den Vornamen sagen und dann hast du gleich, ja bitte, ich möchte nicht erwähnt werden. Also was gibt es natürlich alles. Und, ja, das ist natürlich möglich. Und deswegen bin ich da natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig. Ich bin nicht, ja, und deswegen habe ich auch nicht gleich nach den Namen gefragt, weil ich dann gedacht habe, naja gut, wer weiß, was dann. Sie hätte mir den Namen natürlich auch gesagt, denke ich. Ne? Aber ich habe dann so gedacht, naja gut, das ging alles sehr schnell. Und irgendwie werde ich das ja noch erfahren. Und ja, und dann, weil, ob man halt, na, dann fragt man sich halt, hat man mit der schon sogar schon gesprochen? Hat man von der sogar schon was gehört und weiß es gar nicht? Alles sehr, sehr spannend, sage ich mal. Ne? Und das sind einfach so diese Sachen, die ich auch liebe. Wenn man nicht weiß, was passiert da eigentlich? Das ist so ein bisschen wie bei, also ich bin ja sowieso ein Mensch für Überraschungen. Ne? Ich liebe es, wenn Sachen sich ergeben und man plötzlich da sitzt und sagt, und derjenige sagt dann, ja, also erstmal wird man vielleicht sogar ausgefragt oder was, und dann sagt derjenige irgendwann, ja, ja, du sprichst übrigens mit mir. Also, und deshalb liebe ich ja auch diese Szenen, das ist ein blöder Vergleich jetzt, aber vielleicht versteht ihr mich, vielleicht versteht mich ja der ein oder andere, mit Old Shatterhand. Da gibt es ja auch ganz tolle Szenen, wo er auf Leute trifft und die sagen dann alle, ja, du Greenhorn und wer bist du eigentlich? Ne? Und die wissen eigentlich gar nicht, dass sie mit Old Shatterhand reden und irgendwann gibt es sich dann irgendwie zu erkennen. Und sowas fasziniert mich halt. So, wenn Leute erstmal so unscheinbar tun, so von wegen, naja, was willst du denn von der oder von dem, und dann irgendwann erfährst du halt, also, nee, ich bin derjenige. Ja, also das ist immer, so, das finde ich immer total spannend. Erlebt man natürlich viel zu selten, ja. Und ja, das ist natürlich immer sehr schwierig, weil heutzutage im Internet kriegt man ja alles Mögliche raus, letztendlich, ne? Also, aber ja, wenn dann doch so ein Mysterium so ein bisschen ist oder du weißt nicht, kann ja jetzt jeder sein. Ich fand es zum Beispiel eine Zeit lang sehr spannend, um es auch nochmal zu erwähnen. Ich habe ja meinen Sohn ewig nicht gesehen zum Beispiel. Und ich habe mich dann auch immer gefragt, wie wird denn das, wenn ich den irgendwann sehe?
oder höre. Ich kenne ja auch seine Stimme nicht. So, und das Gleiche hatte ich dann auch mit meinen Nichten und Neffen, ne? Also ich habe dann so gedacht, okay, wenn du so gewisse Leute ja mehrere Jahre nicht gesehen hast, dann fragst du dich ja auch, wirst du die an den Stimmen wiedererkennen? Gut, bei meiner Nichte jetzt, da habe ich die, die habe ich jetzt auf, als Sprachnachricht mal gehört, da weiß ich jetzt natürlich, wie sie klingt. Aber ich muss sagen, hat sich auch nicht so viel verändert. Na klar, die Stimme ist fraulicher geworden, ist ja irgendwie logisch. Also, aber trotzdem hat man noch was rausgehört, als ich sie gehört habe. Da habe ich dann gleich so gedacht, ja, genau so hat sie auch so ein bisschen als Kind, da ist das noch drin. Gibt ja auch Leute, bei denen ändert sich die Stimme total. Mieze! Ach, da ist er. Und ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie wird da die erste Begegnung sein? Ja, auch mit meinem Sohn. Ich meine, der könnte ja auch mit mir quatschen und ich weiß es gar nicht, ne? Also das ist, einerseits ist es traurig, wenn man jemanden nicht so sehen kann, ne, jetzt in seinem Fall. Andererseits ergibt es natürlich auch so, gibt es natürlich auch so spannende Sachen, ne? Also wenn man, sagen wir mal, eine Stunde lang mit jemandem quatscht oder eine halbe Stunde mit jemandem quatscht, dann kriegt man raus, du weißt du eigentlich, mit wem du da gerade quatschst. Ja, also das ist natürlich auch schön. Ja, und es gibt einen natürlich dann auch ein positives Gefühl, wenn man dann erfährt, ach, du bist es. Ja, also das ist, erlebt man natürlich viel zu selten. Ja. Gerade heute im gläsernen Internet, wo alle natürlich irgendwie, ja, ne, also das ist natürlich, sowas ist natürlich schön, wenn man sowas erleben darf. Ne. Deshalb ist es ja auch ein bisschen spannend, so, wer ist sie jetzt? Und ja, kennt man sie vielleicht schon, hat man schon mal mit ihr geredet, hat sie schon von einem gehört, also er kannte mich jetzt nicht. Glaube ich zumindest. Aber ja, so eine Erlebnisse sind natürlich toll, ne? Wenn sich dann da was ergibt. Manchmal ist es ja auch so, wenn man erfährt, also wenn man jetzt so jemanden denkt, auch man kennt ihn nicht, und nachher erfährt man natürlich irgendwie, ja, ich weiß, wer du bist, dann macht es natürlich auch vieles einfacher, ne? Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sich daraus ergibt. Bin auch gespannt, wem ich so in meinem Leben überhaupt noch mal wiedersehe. Mein Sohn, hoffe ich, werde ich bestimmt irgendwann mal treffen. Ich habe ja immer gesagt, dass ich zu Nadine und Tyler irgendwann mal, ja, zumindest eine freundschaftliches Verhältnis hätte oder so ein, dass man wenigstens auch mal nachfragen kann, wie geht's dem anderen oder dass man halt sagen kann, komm, lass uns doch die Scheiße vergessen von damals. Wir haben ein gemeinsames Kind. Gut, der ist jetzt 18, ist ja kein Kind mehr. Aber da war ja auch oft die Situation, ne? Immer wenn ich ein Kind gehört habe, habe ich gedacht, okay, jetzt könnte natürlich jedes Kind mein Sohn sein, rein theoretisch. Also, das war schon so ein Moment. Ja. Gut, das ist jetzt natürlich vorbei. Jetzt ist er ja erwachsen. Aber man fragt sich natürlich auch, was für eine Stimme hat er, was für Hobbys hat er, ne? Und wo werde ich ihm oder wo werde ich ihm das erste Mal begegnen? Und habe ich mich auch mit meinen Nichten und Neffen immer gefragt, ne? Viele von meinen Nichten und Neffen, also den Mace zum Beispiel, den kann ich ja einen Namen ruhig sagen, ist ja kein Geheimnis, den kenne ich nur als Baby. Also da will ich, ja. Und der kennt mich ja auch letztendlich nicht, ne? Was natürlich traurig ist. Das ist natürlich auch so, wo man so ein bisschen drüber grübelt, wo man dann so denkt, Scheiße, ja. Aber ich bin ja damals einfach nach Manchnow gezogen und wollte irgendwas, irgendwie alles hinter mich lassen und habe dann einfach irgendwann, ja, habe zu spät bemerkt, dass ich einfach von meinem Problem nicht weglaufen kann. Und dann hat man natürlich den einen oder anderen nicht mehr gesehen, ne? Und damals waren ja nur meine beiden Nichten in dem Alter, wo sie sich an mich erinnern konnten, also Lea und Denise. Bei Luke ist es schon wieder so, der war zu klein, der Sohn von meinem mittleren Bruder. Ja, mit wem hatte ich sonst noch zu tun? Ne? Das ist. Und wenn man dann heute so zurückblickt und denkt, naja, da hat man schon einiges versäumt. Ne? Gut, man kann die Zeit natürlich nicht nachholen, aber man kann zumindest etwas draus machen und kann sagen, okay. Man hat jetzt vielleicht ein paar Jahre versäumt, aber man kann zumindest
Ja, zumindest kann sich daraus was Spannendes ergeben. Ja, und ja, vielleicht sehe ich ja auch da mal den einen oder anderen wieder. Ich meine, die Welt ist ja klein letztendlich, und manchmal ist es ja wirklich so, man trifft sich und weiß es gar nicht. Und gerade die Blindenwelt ist natürlich eine Welt, also da läuft man sich ja mal über den Weg. Aber ja, es gibt halt, wie gesagt, auch Leute, die kennt man wirklich nicht, ne? Und gut, aber der Arbeitskollege kannte auch blinzeln, also das war natürlich auch wieder so ein gemeinsamer Nenner, ne, wo man so gesagt hat, okay, ja, kenne ich auch, ne, so, ne, und das ist dann so, ja, da funktioniert dann diese Vernetzung wieder so, ne, also auch wenn vielleicht der ein oder andere nicht mehr so viel damit zu tun hat, aber ich bin ja noch drinnen bei Blinzeln, wie gesagt, ich bin ja auch nach wie vor, finde ich es ja auch gut, was Blinzeln macht, ne, also das, habe nur gemerkt, für meine eigenen Bedürfnisse, da gehört noch was anderes, ne? Also da muss man dann schon in andere Richtungen gehen, weil ja, ich brauche natürlich Leute, die irgendwie in meiner Nähe sind und die auch irgendwie erreichbar sind. Und das bringt mir nichts da irgendwie innerhalb Deutschlands. Klar, über WhatsApp kann man sich austauschen, aber wenn es jetzt wirklich darum geht, sich zu treffen und so, dann ist es natürlich schöner, wenn man auch ein bisschen näher dran wohnt, sodass man auch mal sagen kann, du pass auf. Wenn ich natürlich schon irgendwo 8 bis 9 Stunden hinfahre, ja, dann bleibt auch nicht mehr viel Zeit, ne? Das kann man höchstens im Urlaub machen. Aber ja, und es ist schon schön, wenn man dann auch Leute hat, die ein bisschen näher dran wohnen, dass man natürlich auch mal sagen kann, du pass auf, wir können uns ja mal einen Samstag treffen oder was, oder ich fahre nach der Arbeit hin oder sowas. Und das sind ja alles so Sachen. Ja, also ich bin gespannt, wie sich was sich irgendwo noch entwickelt und inwiefern die Begegnungen werden. Und ich meine, so im Netz habe ich über meinen Sohn bis jetzt noch nichts gefunden. Also ich habe ja mal immer spaßeshalber eingegeben, den Namen und alles, aber ja gut, es kann auch sein, dass er unter irgendeinem Pseudonym irgendwo drin ist. Aber weiß ich ja alles nicht. Ne? Das ist ja. Aber man weiß ja nicht, mit welchem Namen er unterwegs ist. Ich denke mal, dass er irgendwo auf TikTok sein wird. Weil die Jugend von heute ist ja nun mal sehr auf TikTok, und da bin ich mir schon sicher, dass er das ganze Moderne, dass er den ganzen modernen Hype mitmacht, denke ich mal. Ich meine, ist ja auch klar, wird ja auch damit groß. Und trotzdem, ich bin gespannt, auch bei meinem Sohn bin ich gespannt, was wird der, wie hat er sich entwickelt, ja, was ist das für ein Mensch? Ja. Und vor allen Dingen, klar, man fragt sich natürlich, was steckt doch in einem, was steckt von ihm von mir in ihm, ne? Also ich meine, sicher, es ist natürlich immer gut, wenn jemand ein eigener Mensch ist, ne? Also, aber es gibt ja manchmal so Nuancen, die man auch selber bei jemandem raushört, ne? Zum Beispiel, hat er eine ähnliche Stimme wie ich? Oder gibt es gewisse Äußerungen, wo man dann sagt, ja, ja, es gibt ja so oft so Fälle. Ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel auch Söhne, die klingen wie ihre Väter. Ja? Also Stimmen, von der Stimme her habt ihr sicherlich auch schon überlebt. Es gibt zum Beispiel ein krasses Beispiel, oder es gab ein krasses Beispiel von Synchronsprechern. Ja? Der Christian, heißt der Christian? Christian Schult und Rolf Schult. Oder Chris, ja, man kann mich berichtigen, aber auf jeden Fall diese beiden Schult. Ne? Also Rolf Schult war ja ein bekannter Sprecher, und der Sohn, also du würdest wirklich denken, das ist ein und dieselbe Person. Das ist wirklich unheimlich. Ja. Und ich glaube, der hieß Christian oder Christoph. Ja, Flo weiß das natürlich. Ich bin da mal ein bisschen unbeholfen. Naja, jedenfalls, die haben wirklich Stimmen, die sind sich so ähnlich. Also da haben wohl auch schon die Synchronfirmen mal gesagt, wie wollen sie uns verarschen? Nein, nein, ich bin der Sohn. Ne? Also das ist. Also sowas ist natürlich, gut, sowas passiert wahrscheinlich ist selten. Ich glaube auch nicht, dass Tyler so eine Stimme hat wie ich, aber mal weiß man ja nicht.
Wäre natürlich auch irgendwie witzig. Ja. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie da auch mal eine Begegnung irgendwann sein wird, wenn die stattfindet. Man weiß es natürlich nicht. Ich will ja da auch nicht mich aufdrängen oder es muss ja er selber entscheiden, ob er das will. Aber wenn das so mal kommen sollte, bin ich auf jeden Fall bereit dafür. Ja. Und weil ich finde, man kann über alles reden und ja, also ich bin da wirklich offen und mal gucken. Wie das alles so kommt. Aber ja, irgendwelche Leute von früher wiedersehen und man ist erstmal im Gespräch und dann kommt irgendwann raus. Der und der ist das, ist natürlich immer eine schöne Sache. Ne? Naja, und dann gibt es halt wieder so Begegnungen wie mit Markus, wo es einfach gleich geklappt hat. Er hat mich angeschrieben, hat mir gesagt, wie er meinen Podcast findet und alles, und wir haben uns gleich verstanden. Also das war gleich, als wenn wir, also für mich war das immer, also wo wir das erste Mal auch gewhatsappt haben und also das war auch so eine Begegnung, ja, die ich heute nicht missen möchte. Also das ist Wahnsinn, ja. Wir verstehen uns super und ich glaube, wenn wir uns treffen würden, würden wir die Sau rauslassen. Ja, also das ist einfach ein Mensch. Ne? Und es gibt so einige, wo ich weiß, wo ich toll finde. Ich finde es auch toll, dass ich mich mit Aaron gut verstehe. Ja, es gibt einfach, ich habe natürlich in der ganzen Zeit jetzt auch tolle Menschen kennengelernt. Und das ist natürlich schön, dass man auch weiß, da sind Leute und irgendwo da draußen, ja. Und gerade wenn man sich so verloren fühlt, ist es natürlich schön, wenn man dann plötzlich so eine Nachricht kriegt, hey, da sind noch zwei andere. Man fragt sich ja dann wirklich, scheiße, warum hat man in den 7 Jahren nichts gewusst davon? Hätte man sich natürlich schon viel früher irgendwie austauschen können, ne? Und über Probleme reden können oder hey, was machst du gerade auf Arbeit? Ich muss gerade das und das machen. Ja, ich habe gerade die und die Arbeit. Kann sich auch ein bisschen Mut zusprechen. Ne? Also das ist alles möglich. Und ja, das hat mich wirklich wieder aufgebaut. Also jetzt bin ich halt nur gespannt, was ergibt sich daraus letztendlich. Ne? Und ja, oder anders gesagt, wem lernt man dadurch wieder kennen? Es ist ja auch so, dass man natürlich, wenn man erstmal den Fuß irgendwo reingesetzt hat, kann man natürlich auch wieder den und den kennenlernen. Und das ist natürlich auch wieder eine ganz andere Sache. Und dann kommt man halt wirklich mal wieder mit Leuten zusammen, die auch das ähnliche Problem haben. Ne? Also auch Blindheit und Behindertenwerkstatt und dann auch noch in derselben Firma. Also das natürlich, ne? Weil jede Behindertenwerkstatt ist natürlich auch anders. Und ja, jeder hat natürlich auch andere Probleme. Und aber wenn man natürlich Leute hat, die, sag ich mal, in der gleichen Firma sind und gut, die machen auch andere Arbeiten als ich. Aber das ist ja auch gerade das Schöne. Ich meine, dann kann man sich da auch ein bisschen was erzählen und ja, ich finde das wirklich super. Also mal gucken, was daraus wird. Ja, also. Ich bin auf jeden Fall für jedes, für alles offen, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist ja auch gut so. Ja.
Gut, ich gucke es mal, obwohl ich. Ich weiß ja nicht, wie weit sie ist. Na, ich werde mal gucken, vielleicht ist sie ja schon so weit. Du gehst weg, Dicker. Gehst da noch nicht rein. So, mal gucken, wie weit ist sie? Mieze. Bist du fertig? Oh, schön gefressen. Ja, mal gucken, ob die einigermaßen leer ist. Ja, fein, Mieze. Das hast du fein gemacht. Fein gefressen. Jo, fein gefressen hast du. Jo, meine Süße. Bist du satt, ne? Hast Hunger gehabt, ja. Das verstehe ich. Ja, also ich sag ja, es gibt immer wieder Momente im Leben, die voller Überraschungen sind, und das sind ja die Momente, die ich liebe. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ob ich den Namen irgendwann noch erfahre von ihr. Ja, manchmal gibt es eine Situation, ja. Da ist man an der Quelle und dann fragt man doch nicht nach, weil man sich zurückhalten will. Und dann steht man da und sagt, Scheiße, hätte ich mal nachgefragt. Gut, nun war es ja auch eine Führung und man wollte jetzt auch nicht zu viel das aufhalten. Ich habe dann gedacht, okay, mal gucken. Aber wie gesagt, wir sind ja alle nicht aus der Welt und mal gucken, was sich da alles noch ergibt. Und es ist auf jeden Fall schön, dass es mir wieder auch seelisch ein bisschen besser geht. Es hat mir einen Aufwind bereitet. Ich weiß, ich bin nicht allein. Da sind noch zwei andere, die in der gleichen Situation sind, in der gleichen Firma sind. Und das ist schön. Ja, das ist wirklich schön. Und ja, das gibt natürlich sehr viel. Na, willst du noch ein bisschen ausschlecken, Dicker? Hier. Genau. Mach mal. Einfach ausschlecken. Na gut, Dicke. Das war's, wa? So. Jetzt aber auch die dritte Schüssel leer. Ja, natürlich gibt es immer so diese zwei Seiten. Es gibt einmal die Leute, die man natürlich sofort erkennt von früher, weil sie sich nicht geändert haben, von der Stimme her. Dann gibt es natürlich aber auch Leute, die. Wo die Stimme sich so geändert hat, oder man hat die Stimme nur als Kind im Gedächtnis und dann hört man die Stimme und weiß gar nicht, dass der das ist. Also es ist schon interessant, inwiefern oder wie unterschiedlich das ist, ja. Und ja, ist natürlich bei Frauen wieder anders. Also bei Frauen ist es ja so, dass, gut, es gibt natürlich Frauenstimmen, die sich total ändern, aber oft ist es ja so, dass so ein paar Nuancen drin bleiben. Gut, bei Männern auch, aber bei Männern gibt es ja nochmal den Stimmbruch, der ja auch einiges verändert. Klar, wenn ich jemanden als Kind
gehört habe und den treffe ich 20 Jahre später, dann ist der natürlich ein Stimmbruch gewesen und hat natürlich eine tiefere Stimme. Jetzt gibt es natürlich Leute, die noch etwas von ihrer früheren Stimme drin haben. Es gibt natürlich auch Leute, die ganz anders sprechen, also die wirklich eine total andere Stimme wiederum haben und man würde das nicht raushören. Es ist ja wahrscheinlich, ihr Sehnen kennt das natürlich von Gesichtern, ja? Dass ihr ein Gesicht seht und sagt, Moment, den kenne ich doch irgendwoher. Und wenn man sich dann, also das ist halt immer wieder so interessant. Es gibt die einen Leute, die halt immer noch was von früher haben, andere Leute haben sich natürlich ganz anders entwickelt oder vielleicht liegt es ja auch an der eigenen Wahrnehmung oft. Vielleicht hat man ja auch gewisse Sachen gar nicht wahrgenommen und erkennt denjenigen deswegen nicht. Aber gerade auch als Blinder, da können sich natürlich die interessantesten Gespräche ergeben. Ja, also du kannst von einem, den du mal wiedersehen möchtest, ausgefragt werden ohne Ende. Der kann sich mit dir eine Stunde unterhalten und du weißt nicht, dass der das ist. Also das ist schon faszinierend irgendwo. Das ist natürlich alles so eine Sache, ne? Also auch meine Nichten und Neffen werde ich wahrscheinlich irgendwann mal über den Weg laufen. Mal gucken. Manchmal trennen einen die Lebenswege natürlich und auch die, wenn man wegzieht, dann kann es natürlich mal passieren, dass man den einen oder anderen nur noch aus der Kindheit kennt und dann sieht man sich irgendwann wieder und ja. Ich meine, es geht mir ja auch so, wenn man mich jetzt auf irgendwas ansprechen würde und kennst du noch den und den, ne? Dann ist es natürlich auch, ja, an die eine Person kannst du dich erinnern, an die andere natürlich nicht. Ich meine, es gibt bei mir auch garantiert Leute, wenn jetzt einer auf mich, kennst du noch den und den, der hat immer, weiß ich nicht, der oder die hat immer, als du 4 Jahre warst oder sowas, ne, dann müsste ich natürlich auch überlegen, ja, okay, kann ich mich daran erinnern oder nicht? Ja, es gibt natürlich auch Erinnerungen, die weg sind, klar. Ne? Also gerade wenn es natürlich zu lange her ist, dann weiß man es natürlich auch nicht mehr oder kann sich vielleicht noch ganz dunkel daran erinnern. Ne? Aber gut, man sagt uns Blinden ja nach, zumindest habe ich das irgendwo mal gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber man sagt uns Blinden ja nach, dass wir so stimmen oder dass wir natürlich uns auch manchmal an Menschen erinnern können, wo andere Leute sagen, hä, das weißt du noch. Ne? Also ich kann mich zum Beispiel immer noch total gut an meinem Zimmerkameraden erinnern, den ich im Krankenhaus hatte, als ich meine Mandeloperation hatte. Der hieß Lars, das weiß ich auch noch. Da war ich 7 Jahre und ich glaube, er war auch 7. Und das war ja einer meiner wichtigsten Begegnungen mit He-Man-Figuren, weil die Mutter immer jeden Tag irgendwie He-Man-Figuren mitgebracht hat und ich habe so die He-Man-Figuren besser kennengelernt. Und das ist natürlich wenn ich mir vorstelle, ich würde heute nochmal mit diesem Lars quatschen. Ich meine, ob der sich noch daran erinnert, keine Ahnung. Aber der war ja damals, ich glaube, der war so alt wie ich, 7 oder sowas. Ne? Und ich weiß noch, wir haben damals mit Desinfektionsmittel rumgespielt. Und zwar, wir wussten natürlich beide nicht, was das ist. Aber was ist denn das für ein Zeug? Und dann haben wir damit irgendwie rumgesprüht. Und dann kam irgendwann meine Mutter. Weil wir haben uns das Zimmer geteilt, also seine Mutter war nicht da, aber meine Mutter war ja mit mir und dem Lars. Wir hatten halt, und dann kam sie halt und hat sich noch darüber aufgeregt, was stinkt denn hier so? Und wir wollten dann halt nicht zugeben, dass wir das waren, irgendwie mit dem Zeug da. Und irgendwann haben wir es dann, glaube ich, auch zugegeben. Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall war das ganz witzig. Und das hatte ich damals auch aufgenommen. Ja, die Aufnahme habe ich natürlich heute nicht mehr. Und das sind so Erinnerungen. Ja? Und klar, es gibt natürlich Momente, wo beide sich daran erinnern können. Es gibt natürlich aber auch oft Momente, wo sich nur einer daran erinnern kann und der andere weiß das alles gar nicht mehr. Ja. Ja. Und wir wurden beide an den Mandeln operiert, das weiß ich noch. Und das sind so Sachen. Ne? Also da, an sowas kann man sich erinnern. Da fragt man sich natürlich auch, wäre natürlich cool, wenn da der Kontakt geblieben wäre.
Aber naja, vielleicht gibt es da ja auch immer ein Wiedersehen. Also, es gibt ja die verrücktesten Sachen, ne? Und ja, aber gerade die Blindenwelt ist ja nun mal sehr klein und ja, da kann es ja immer leicht passieren, dass man den einen oder anderen schon mal gehört oder gesehen oder, also gesehen ist gut, also gehört hat oder die Stimme irgendwo mal vernommen hat oder wenn diejenigen sich natürlich ein Pseudonym geben, irgendwo im Chat oder irgendwo, dann erfährt man plötzlich, ja, ich bin der und der, dann ist das natürlich, ja. Spannende Sache, auf jeden Fall. Und genau, das ist meine Sprechuhr. Und ja, aber ihr kennt das ja sicherlich auch, so eine Begegnungen. Und ja, es ist immer wieder schön, wenn man das ein oder andere, was das angeht, erleben kann. Und wenn man natürlich wirklich jemanden von früher trifft und gerade wenn so dieses, ich weiß es erst gar nicht und irgendwann kriege ich raus. Na, das ist ja so ein ähnliches Erlebnis oder ja, ist mir ja mal wirklich zu Hause passiert. Ich habe das, glaube ich, schon erzählt, aber ich kann es ja gerne nochmal erzählen. Ich hatte ja früher auf der Zäuneschule einen Kumpel oder einen guten Freund, der hieß Tobias. Und wir haben immer im Auto zusammen gespielt und also wir sind jetzt zusammen mit dem Transport gefahren und haben immer gespielt und haben immer so mit Knight Rider und sind auch oft in der Pause zusammen gewesen und haben ja, miteinander gequatscht und ja, und der ist dann aber irgendwann auf die Realschule gegangen und da war es auch so, dass ich nur seine Kinderstimme kannte. Und irgendwann kam dann mein Kumpel Matze und meinte so zu mir, also ich hatte natürlich immer gesagt, ich würde gern Tobias mal wiedersehen und damals auch den Marco, der hieß auch Marco. Und den habe ich dann auch mal wieder gesehen. Ich weiß gar nicht, was der jetzt macht, keine Ahnung. Weil von dem habe ich auch lange nichts mehr in den Chats gehört. Ich hoffe, es geht ihm gut. Naja, vielleicht gibt es ja auch da mal wieder ein Wiederhören. Wäre natürlich nicht schlecht. Naja, jedenfalls diesen Tobias angeht, irgendwann kam Matze halt mal. Also ich weiß gar nicht mehr, wer alles dabei war. Jedenfalls kam Matze und meinte, ja, ich habe hier jemanden mitgebracht, einen guten Freund, der heißt Tom. Und ich hatte damals so ein Lied angefangen. Also ich wollte halt ein Lied schreiben über diese Situation mit Tobias, wie wir damals, ne, es ist leider nie was draus geworden, nur den Refrain. Und ich dachte so, was bringt Mats jetzt irgend so einen Tom mit, ja? Also ich war natürlich total von den Socken irgendwie. Einerseits habe ich so gedacht, es bringt der hier irgend so einen. Ich meine, eigentlich hätte ich ja wissen müssen, dass das nicht Mats' Art ist, dass er jetzt hier irgendeinen Fremden da irgendwie, ne? Aber auf der anderen Seite habe ich mir natürlich gedacht, naja, ist doch schön, Neuzuwachs. Cool, ne? So Tom, ja, hallo Tom. Und dann lief halt dieses Lied. Und im Refrain ging es dann immer so, Tobias, erinnerst du dich noch, wie es damals war? Und dann, also wollte ich halt so Sachen machen wie, ja, wir waren im Bus zusammen. Und irgendwann fing er dann an, dieser Tom, ne? Ja, ich erinnere mich noch und so. Und dann auf einmal dann, was, Tobi? Ja, da war dieser Tom nicht Tom, sondern halt Tobias. Und damit hatte mich Matze überrascht. Und das war natürlich ein sehr schönes Erlebnis. Und das meine ich halt, dieses, du ahnst überhaupt nichts, ja. Redest vielleicht noch mit demjenigen, sagst irgendwie, Mann, es ist doch unmöglich, den zu treffen oder die zu treffen. Und dann sagt derjenige dir, nö, wieso, ich bin doch hier. Also das geht natürlich runter wie Öl dann. Ne? Sagt er, geil, du bist es. Ja, und das war natürlich eine schöne Erlebnis. Ja, wir haben uns dann auch schon noch ein paar Mal getroffen, Tobias und ich, und haben uns auch gut verstanden. Natürlich, er hat sich verändert, ich habe mich verändert, klar. Ne? Also er ist, aber natürlich ist es schön auch mal, wenn man den einen oder anderen wieder sieht und ja. Ich bin ja für jeden offen, also ich habe ja gegen niemanden irgendwie
Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der irgendwie alte Geschichten rausholt und sagt, ja, du hast mich damals, ne? Also es gibt ja auch so Fälle, ne, wo Leute dann so empfindlich sind, nee, den möchte ich nicht wiedersehen oder so, ne? Aber das gibt es bei mir eigentlich nicht, weil ich mir sage, wir sind alle Menschen, wir haben alle irgendwann mal, ja. Und ja, man kann natürlich als Erwachsener über vieles lachen, was man früher gemacht hat, und deswegen bin ich für alles offen. Also wer weiß, wem ich da noch treffe. Ja? Dann gibt es halt auch wieder so einmalige Begegnungen, die ich hatte, wie damals in Chemnitz, wo ich die Arbeitserprobung hatte, wo ich da diese Musikgruppe gesehen habe, ne? Wo da diese Anja drin war, die Gitarre spielen konnte, ne? Die ich nur einmal gesehen habe, ne? Also das war auch so ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Wo man natürlich auch fragt, okay, wird man das nochmal wieder erleben? Wird man diejenige wieder sehen? Ne? Aber das ist natürlich schön, wenn sich dann doch so eine Sachen entwickeln. Oder wenn, gut, oft ist es ja so, der eine interpretiert eine Menge rein, der andere nicht. Ja? Und schön ist es natürlich, wenn es von beiden Seiten, ne? Also wenn der eine auch sagt, ja, du bist mir damals aufgefallen. Ja? Natürlich passiert das meistens nicht. Also meistens ist es ja so, dass einer sich an die Sache total erinnern kann und der andere, keine Ahnung, wer du bist, ich weiß es nicht, hä? Wann soll das gewesen sein? Ne? Und natürlich ist es schön, wenn beide da sitzen und sagen, ja, ich weiß das noch damals und so. Ne? Aber gut, das kenne ich ja auch von mir. Ich meine, ich habe ja auch nicht alles im Kopf. Und es gibt sicherlich Situationen, wo der eine auf mich zukommt und sagt, weißt du noch, wir haben als Kind, keine Ahnung, das und das gespielt und ich kann mich an dem gar nicht mehr erinnern. Ich meine, gut, ist selten passiert, aber ich glaube. Ist das mal passiert? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, klar, es ist natürlich schade, wenn der andere sich nicht mehr daran erinnern kann. Aber es gibt natürlich auch Erinnerungen, die angefacht werden können. Also es gibt natürlich auch, wenn man drüber redet oder so, dass es dann plötzlich wieder hochkommt, ne? Genau wie ich immer sage, Leute, die ich auf meinen Reisen kennengelernt habe, wie gern würde ich so eine Leute mal wiedersehen? Ich habe so viele Leute auf Reisen kennengelernt. Ich war ja nun vom 10. Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr immer verschickt. Davor war ich in Schwanwerder dreimal. Gut, Dankern, das war ja mehr mit Mama und da, gut, da gab es auch Leute, die ich mal kennengelernt habe, aber das war ja dann doch noch sehr lange her. Und aber gerade auch, wo ich alleine verschickt war, gab es eine Menge Leute, wo ich mich manchmal frage, was machen die heute? Ja? Was machen die Leute, mit denen ich damals in Königshofen war? Ne? Dass natürlich auch nie ein Treffen stattgefunden hat. Ein Nachtreffen gab es, aber da waren bloß zwei Leute. Also mit mir waren es zwei. Die anderen sind ja alle nicht da gewesen. Und da fragt man sich natürlich auch, sieht man den einen oder anderen vielleicht nochmal wieder? Inwiefern können die sich noch daran erinnern? Ja. Und da ist natürlich auch die Gefahr, dass man selber vielleicht viel zu viel rein interpretiert und der andere sagt, hä? Was? Weiß ich nicht mehr. Ja, also, und das ist natürlich in der blinden Szene, wie ich sie jetzt mal nennen will, natürlich ein bisschen anders, weil irgendwo hat man sich mal schon gehört, irgendwo, vielleicht war der ein oder andere ja auch mal mit dem anderen auf der Schule oder hat, na, also das ist. Und es gibt ja auch Leute, von denen hört man dann auch immer wieder was. Ne? Also, wo man dann sagt, ach ja, den kenne ich noch oder die kenne ich noch. Und ist natürlich immer schön, wenn man jemanden von damals wieder sieht. Ja. Und wenn man dann auch feststellt, dass so eine alte Verbindung von früher noch da ist, ist natürlich auch toll. Ne? Deswegen, also für mich ist nie ein Mensch aus der Welt. Also, es gibt eigentlich kaum Menschen im Leben, wo ich jetzt wirklich sagen würde, den will ich nie mehr wiedersehen. Also, eigentlich gibt es das nicht. Weil ich sag immer, man sieht sich immer im Leben zweimal. Deshalb bin ich auch immer für Klärung, gerade was Beziehungen angeht. Ja, ich halte nichts von diesen,
oh, das ist mein Ex-Freund oder oh, das ist meine Ex-Freundin, nein, danke, die will ich nicht mehr sehen und sowas. Nein, weil man hat den Menschen ja mal geliebt. Und ich finde es halt schade, dass da Leute, dass da viel zu viele Leute so, ja, nach der Trennung immer so, natürlich ist man erstmal verletzt und traurig und so, aber das kann doch irgendwann mal vergehen. Und es gibt ja wirklich Leute, die, weiß ich nicht, nach 20 Jahren immer noch sagen, oh nee, mit der war ich mal, oder mit dem war ich mal zusammen, um Gottes Willen, das, nee, da möchte ich überhaupt nicht dran erinnert werden. Und wo ich dann immer so denke, gut, natürlich gibt es so schlechte Erlebnisse, wenn jetzt jemand natürlich total schlechte Erfahrungen mit demjenigen gemacht hat, also gerade als Frau, wenn ich es mir vorstelle, dann natürlich, wenn eine Frau jetzt irgendeinen Typen hatte, der sie irgendwie schlecht behandelt hat und geschlagen hat und so, den möchte ich natürlich, klar, wer will den schon wiedersehen? Aber im Normalfall finde ich immer, ist eine Klärung. Ja, und es ist doch schön, darüber zu scherzen. Vielleicht kann man ja auch gemeinsam dann darüber lachen. Weißt du noch, wie verliebt wir damals waren? Ja, und jetzt sind wir beide glücklich und haben unseren Partner zum Beispiel. Ne? Also das, nichts schöner ist ja, wenn man hört, dass der andere glücklich geworden ist. Ne? Ich meine, nur weil man mal zusammen war, heißt es ja noch lange nicht, dass man sich hassen muss. Ne? Und es gibt aber viel zu viele Leute, bei denen ist das einfach so. Ne? Die haken ja auch so Sachen total schnell ab. Die sagen dann, also gibt ja sogar Leute, das habe ich auch schon erlebt, es gibt sogar Leute, die können sich an manche Beziehungen gar nicht mehr erinnern. Das habe ich auch schon erlebt, dass, ach ja, mit der war ich mal, oh, dann weiß ich gar nicht mehr. Also wo ich dann auch so denke, oha. Also sowas gibt es auch, ne? Ich meine, gut, wenn jemand natürlich groß rumkommt und irgendwie 50 Beziehungen hatte, klar, okay. Da bin ich ja mit meinen 7 Beziehungen noch. Also bin ich auch ganz froh drüber, weil dass ich mich an alle erinnern kann und alle und weiß, wie das alles war und gegen niemand eigentlich eine Abneigung oder ein Groll habe. Das ist einfach so. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, jetzt so jemanden zu haben, der, wo ich dann so sagen würde, oh, um Gottes Willen, nee. Weil es bringt einen ja auch nicht weiter. Ja, also. Und so ist es auch mit Freunden, ja. Klar hat man sich auch als Kind gestritten oder gibt Leute, wo man, vielleicht gibt ja auch Leute, die sich als Kind zum Beispiel nie verstanden haben und später verstehen sie sich, ne? Oder umgekehrt. Also das gibt es natürlich auch. Und gibt ja auch Pärchen, die sich so bilden. Ne? Gibt zum Beispiel Pärchen, die mochten sich als Kind überhaupt nicht und irgendwann erfahren sie, kommen sie zusammen und dann sagen sie, weißt du noch, wie ich dich unausstehlich fand und so. Na, also das ist, ich sag mal, im Leben ist immer alles möglich. Und das ist ja das Schöne am Leben, dass das Leben so viel Vielseitigkeit bietet und dass man immer ein gutes Wort haben muss. Deshalb bin ich immer für Aussprachen, ich bin immer für, auch vergessen wir das, was damals war. Also ich würde nie jemanden Sachen von damals extrem vorwerfen. Zumindest heute nicht mehr. Vielleicht habe ich das früher mal getan, aber heute sehe ich das alles natürlich mit ganz anderen Augen, um das mal aus der Sicht eines Seelen zu sagen. Also heute ist das alles natürlich, mein Gott, ich meine, wenn dann auch so viele Jahre vergangen sind und man stellt fest, wie albern war man damals eigentlich oder was hat man sich damals eigentlich geärgert. Und dann lachen beide drüber, das ist doch schön. Ja. Und das finde ich halt gut. Ja, und deshalb bin ich immer froh, wenn sowas zustande kommt, wenn so ein Wiedersehen kommt und man läuft sich über den Weg oder man trifft sich und dann sagt, ja, ist wirklich schön sowas.
meine, dass man mit jedem jetzt nicht extrem viel zu tun hat, ist ja die andere Sache. Ne? Jeder führt ja sein eigenes Leben, jeder macht sein eigenes Ding. Aber ich sag ja, die Ex-Freundin, wo ich jetzt sage, oh Gott, die gibt's bei mir nicht. Also noch nicht. Ich hoffe, dass es sowas auch nie geben wird, weil der Typ bin ich auch gar nicht. Ich meine, dass man mal eine Zeit lang Abstand will, wenn man sich getrennt hat sowieso, ne, dann, oder wenn man vielleicht, wenn das ein oder andere Wort gefallen ist und man will es jetzt erstmal eine Weile nicht, das ist ja verständlich, aber ja, es gibt halt Leute, die bauen ihr ganzes Leben darauf auf, ne, die, noch geiler finde ich es ja, wenn, noch krasser finde ich es ja, wenn die Leute sich gar nicht mehr an die Frauen oder an die Männer erinnern können. Also das habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt, ne, wenn so Leute sagen, was mit der war ich? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Also es ist schon hart. Es ist schon, boah, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ja, aber sowas gibt es natürlich. Ne? Und bei den Sehnen ist es also noch extremer, weil die natürlich, ja, da passiert ja vieles so aus den Augen, aus den Sinn. Und was ja bei uns Blinden wieder nicht so der Fall ist, weil wir uns immer irgendwo begegnen. Und ja, dann gehst du zu irgendeinem Geburtstag und schwuppst schon, oder du bist auf irgendeinem Festival oder weiß ich, oder bist bei irgendeiner Veranstaltung und bumm, schon läufst du demjenigen wieder über den Weg. Ja. Und das kann natürlich alles blitzschnell passieren. Und deswegen sage ich immer, man sollte immer gucken, dass man eine Aussprache hat oder dass man Sachen von früher nicht so überbewertet. Einfach sagt, okay, vielleicht kann man ja auch zu zweit darüber lachen. Später. Und niemand ist ja frei von Fehlern letztendlich. Ne? Und wenn es nicht gerade Fehler waren, die jetzt wirklich das ganze Leben zerstört haben oder sowas. Aber nein, gibt es bei mir Gott sei Dank nicht. Und da bin ich auch froh drüber. Also es ist ja auch immer so, wenn man alles, was man mit sich rumschleppt, alles, was man irgendwie mal jemanden übel genommen hat, wenn man das später mal mit ins Grab nimmt, ich sag mal, wenn man irgendwann ist ja auch das eigene Leben zu Ende und wenn man sich dann irgendwie, ja, man will ja auch loslassen können, wenn man geht, irgendwann mal. Und wenn ich dann immer noch mit irgendwelchen Schuldgefühlen oder mit irgendwelchen Dingern da, ja, das ist nicht schön, ne, sondern es ist schön, wenn man in seinem Leben, kurz bevor man geht, alles auch nochmal geklärt hat und gesagt hat, okay, ich kann mit reinem Gewissens loslassen, irgendwann mal. Und das ist ja auch viel wert, ne? Als wenn man noch irgendwas mit sich rumschleppt und vielleicht noch, wenn man dann irgendwann krank und wird und vielleicht noch immer noch, oh, ich hätte das klären müssen und bla bla bla. Und dann, das ist natürlich auch nicht schön. Deshalb ist es immer wieder schön, wenn sich Sachen in Wohlgefallen auflösen, wenn man sagt, du, pass auf, ja, natürlich war es damals blöd, aber so ist es. Das Leben gibt oft schwierige Rätsel und das ist natürlich so. Und mit dem einen hat man was Gutes erlebt, mit dem anderen was Schlechtes, aber es kann, denke ich mal, nicht so schlecht sein, dass man jetzt wirklich sagt, Alter, nee. Und ja, denn wir haben alle nur ein Leben und so ist es einfach. Ja. Aber gut, jeder sieht das natürlich auch anders. Es gibt halt Leute, die gehen anders damit um. Ist ja auch menschlich. Genau. Ja, aber wie gesagt, das ist alles. Da hat jeder seine eigene Erfahrung mit und deswegen. Ist auch gut so. Ja. Achso, ich muss noch Stullen machen. Seht ihr, Leute? Stullen muss ich noch machen. Ja, ganz vergessen.
Ach so. Die Stullen der Liebe. Ja, eine Folge mal wieder mit ein bisschen Spritzigkeit, hoffe ich. Mit ein bisschen positives Lebensgefühl vermitteln. Denn das möchte ich ja eigentlich. Und auch wenn es mir nicht immer gelingt, natürlich, ist klar. Aber gut, so ist das halt im Leben. Ja. Naja, und heute ist Freitag. Also Wochenende steht vor der Tür. Und es ist ja auch schön. Ja, also das ist ja auch was Schönes. Und ja. So. Ja. Wochenende ist was Schönes. Und deswegen freue ich mich auch, dass alles so sich entwickelt hat. Und gucken, was aus der ganzen Sache wird und was ich noch erleben werde diesbezüglich. Naja, eine Stulle wird reichen. So größere Scheiben werde ich klein machen, also in zwei Hälften. So. Da werde ich natürlich gucken. Zweimal Wurst drauf und dann passt das schon. Ja, schon habe ich meine Stullen fertig. So. Ja, reicht. Das reicht für heute. Mehr brauche ich nicht. Hier gibt es süß-saure Eier, also Senfeier oder was. Ist nicht so meins, aber gut. So ist es. Und frische Obst. Na, mal gucken. So. Dann haben wir das. So, alles soweit eingepackt und ihr wart wieder live dabei. Ihr habt erlebt, wie ich den Katzen was zu fressen gegeben habe. Naja, war doch mal wieder eine Folge, wo ich sage, Mensch, ich hoffe, dass es euch auch wieder mal ein bisschen Auftrieb gegeben hat. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen, den einen oder anderen wiederzusehen oder vielleicht... Ja, erinnert ihr euch doch noch an den einen oder anderen plötzlich, den ihr schon fast vergessen glaubtet? Ja. Und sowas ist natürlich immer schön. So, jetzt fahre ich mal hier ran. Ja. Was brauche ich denn jetzt? Ich brauche jetzt erstmal diesen Netzstecker. Den stecke ich hier rein. So. Dann brauche ich natürlich mein iPhone. Habe ich hier. Lege es auf den Tisch. Dann schließen wir mal das Kamerakit an. Den Adapter. Und dann kann die Folge hochgeladen werden. Okay. Jetzt wird es aber langsam wirklich Zeit. Dann, ja, bis zur nächsten Folge, das wäre dann die 888. Das war Podcast von Sven Heidenreich, Folge 887. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und man hört sich. Ciao, ciao.